Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 3. Okay, ich konnte euch nicht reinlegen. Okay, Pokémon Weiß 2. Hey, der Junge steht mir im Weg. Lässt mich nicht durch. Ich glaube, der steht auf mich. Ich zeig euch mal nebenbei hier so dieses Shop-Teil. Da steht ein Typ von Team Plasma. Ich bin ein ehemaliges Mitglied von Team Plasma. Ich bin spezialisiert auf verschiedenste Sorten von Rauch. Willkommen, kann ich helfen? Er kann Seerauch, Schrägrauch, Rosenrauch, Wellenrauch, Steinrauch, Scheuchrauch, Glücksrauch, Lachsrauch, Lahmrauch. Glücksrauch klingt du. Oh mein Gott, wer bist du denn? Klingt gut. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Ich bin schon die ganze Zeit da. Nein, ey, ich will an diesen Pokéball. Ich habe da einen Pokéball gesehen und an den will ich ran. No. Siehst du da und da muss ich irgendwie an den rankommen. Oh, ah da. Ich glaube, irgendeiner von denen geht irgendwann weg. Tut mir jetzt aber leid. Der war so ein Typ namens Charles, der alles leer gekauft hat. Wie sprichst du die? Ich kann. Hier ist Sprich Charles. Mal die blaue an. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. In Hoffnung, das Interesse meiner angebeteten Zwecken habe ich eine neue Form des Kampfes erlernt. Oh nein, Freunde dieser Kampfform nennen sie auch den Reihumkampf. Möchtest du mehr darüber wissen? Nein. Abgeblitzt. Ja, es ist nicht leicht, das Interesse zu wecken. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Alter, mit denen habe ich schon vorher gesprochen und so. Das ist ein kleines Mädchen, ne? Ha? Die Top 4 der Pokémon-Liga sind extrem stark. Ich habe gehört, man kann erst gegen sie antreten, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist. Yeah. Du weißt, dass ich nicht mit Charakteren spreche. Danke für die Info. Prinzipiell nicht. Ich rate immer, wo ich hin muss. Da ist wieder Nils und Turner. Da wären wir. Was habe ich denen eigentlich für eine Stimme gegeben? Ich weiß es nicht mehr. So eine komische Tiefe. Na, was sagst du? Ist das nicht ein prächtiges Gebäude? Ach, das so eine Texas-mäßige. Ich kann nicht Texas-mäßig. So eine Cowboy-mäßige. Das ist der Austragungsort des Pokémon World Tournament. Da kriegt man den Mund nicht mehr dazu, wa? Na dann, komm mal mit. Yeehaw. Was? Das klingt gut. Yeehaw. Yeehaw. Guck mal, Sharon. Ich möchte euch darum bitten, am Maria Turnier teilzunehmen. Die Regeln können nicht einfacher sein. Alles ist erlaubt. Es nehmen insgesamt 8 Trainer teil. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, 3 Kämpfe für sich zu entscheiden. Ich wollte schon sagen, gewinnen. Ich soll auch mitmachen? Wieso? Ich habe doch noch äußerst wichtige Aufgaben. Forschungsarbeit zu erledigen. Das ist eigentlich so ein dummer Akzent. Sharon ist kein. Komm schon, Sharon. Wenn hier jemand der Menge zeigen kann, was es bedeutet, gemeinsam mit Pokémon einen Kampf auszutragen, dann du. Dein Wegbegleiter von damals ist nicht hier. Ich bin also auf dich angewiesen. Die Menge fährt außerdem total auf junge Talente und aufstrebende Stars ab. So, das wäre geklärt. Meldet euch einfach am Empfang, wenn ihr soweit seid. Seufzt. Du bist einfach unverbesserlich, Turner. Aber ich muss zugeben, das Turnier hat mir mein Interesse geweckt. Na schön, da will ich mal nicht so sein. Ich gehe mich anmelden. Ich komm mit. Trödel nicht so lange herum, Melanie. Lass uns kämpfen ohne Kompromisse. Ich glaube, ich sollte nicht so viele Charaktere mit Akzent sprechen. Ich bin so schlecht da drin. Ja, vor allem. Sharon ist kein Mexikaner oder was auch immer. Sharon ist Mexikaner. Punkt. Das ist, glaube ich, eine Frau. Warte. Ah. Willkommen beim Pokémon World Tournament. Möchtest du teilnehmen? An welchem Turnier möchtest du teilnehmen? Bitte wähle die Pokémon aus, die teilnehmen sollen. So gut? Ja. Ich hoffe, das wird irgendwie alles so auf einen Level gebracht. Dann hätte ich vielleicht auch noch mal ein Lucario mitnehmen sollen.
Hase, nicht tippen, lesen. So, deine Anmeldung ist abgeschlossen. Hier entlang, bitte. Wären Sie so freundlich und würden mir folgen. Dies sind die Pokémon-Trainer, die am Turnier teilnehmen! Endlich hebt sich der Vorhang! Maria-Turnier! Komm ich denn da oben links? Kenn ich doch. Es ist endlich soweit, das Maria-Turnier ist eröffnet! Zum ersten Kampf tritt an! Melanie! Ich muss hier gerade das Hallen nachmachen. Nimm am besten noch Hand von Mund, das kommt gut. Suche nach einem bestimmten Pokémon und neuen Wegen gegen sie zu spielen. So besser? Eigentlich eher, wenn du das Echo machst und nicht die ganze Zeit, aber okay, ja. Leck mich. Runde 1, Nils gegen Melanie. Okay, eigentlich müsste ja Nils gewinnen, aber ja, wir sind hier leider drin im Let's Play, ne? Wieso muss Nils gewinnen? Ja, weil Nils toller ist. Turner, der alte Auding, liebt es echt aufzufallen, was? Ach Moment, das hat Turner gesagt? Verdammt. Das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein. Stürzen wir uns also rein ins Getümmel und tragen einen Pokémon-Kampf aus. Schatz, guck mal, bei Skype hat dich jemand angeschrieben. Ja, du, und du sagtest irgendwie, fick dich. Eine Herausforderung von Trainer Nils. Und der hat ein Ephusair. Scheiße, ich hab, glaube ich, Dingens vorne, oder? Du hast, Pip. Okay, die Pokémon werden nicht mitgelevelt, das ist kacke. Oh, warum? Ja, wenn die jetzt alle 25 bleiben, ist das natürlich gut, aber wenn die jetzt irgendwie noch höher werden. Oh, ja. Los, Fire Tooth! Hat das echt Fire Tooth? Fire Tooth? Ich glaube eher Fire Fang, oder? Die Musik ist gut. Ist ja auch egal. Ehrlich, wer ist das? Fireclaw? Wie nochmal? Feuerzahn? Ja, Feuerzahn. Ich denke mal Feuer... Ja, das meine ich auch, aber das klingt irgendwie falsch. Ja, Fireclaw vielleicht, keine Ahnung. Wir haben die Feuerklaue lieber in Feuerzahn. Ich weiß nicht. Ja, klar. Deswegen hat es auch so ein Gebiss. Okay, Firefang? Klingt schon wahrscheinlicher, oder? Firefight? Ich weiß nicht, könntest du es natürlich auf Wikipedia. Ich dachte, ich soll nicht tippen. Tipp leise. Melanie fällt auf Verhöhner rein. Was macht Verhöhner? Verhöhner? Ach, Moment, Leia, nicht Melanie. Hä? Leia, nicht Melanie. Verhöhner. Ein Grillcheater! Ein was? Ein Grillcheater. Grillcheater? Witzig. Oh, ich kann nichts anderes als Funkensprung benutzen. Ach ja, genau, das war Verhöhner. Was hast du gesucht? Feuerzahn. Ich mag meine Folge. Warte mal, wo steht das denn hier mal auf Englisch? Firefang. Echt? Firefang? Yes. Und japanisch. Hono Ono Kiba. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Hi oder Ho. Hono Ono Kiba. Heißt Ho Feuer oder was? Ja, Hi heißt Feuer, aber manchmal wird es auch ein bisschen umgeändert in Ho, wie bei Hokage. Tja, das war wohl eher eine schlappe Vorstellung von mir. Was? Aber du hast jetzt echt ordentlich was drauf. Aber keine Sorge, ich werde auch noch stärker werden. Nee. Nils ist kacke. Nein, ist er nicht. Runde 1 geht an Melanie. Humpf. Vom Verlierer des Kampfes mögen solche Worte zwar nicht viel wert sein. Das sagt immer noch Turner. Aber es ist eine wahre Freude, deinen Pokémon beim Kämpfen zuzusehen. Sie scheinen dabei wirklich eine Menge Spaß zu haben. Ja, aber ich kann nicht so cool sprechen, wenn ich Turner spreche. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. Akromas, so hieß der. Ja, Akromas, den haben wir schon mal getroffen. Ja, ich sag doch, den kenne ich irgendwoher. Das war ja eine einseitige Angelegenheit. Gewonnen hat Akromas. Okay. Yen gegen Alfonso. Ein nahezu ausgeglichener Kampf, doch gewonnen hat letztlich
Alfonso. Alfonso. In der ersten Runde Nils gegen Melanie. Der Kampf stand auf Messers Schneide, doch der Sieger lautet Melanie. Sharon hat gewonnen, Sharon hat gewonnen, Sharon hat gewonnen. In der ersten Runde Ignatius gegen Sharon. Das war aber ein einseitiger Kampf. Der Sieger ist Sharon. Sag ich doch. Ja klar, weißt du, gegen wen du beim ersten Turnier kämpfst? Hä? Deinen Rivalen, Sharon und Akromas. Ah. Kommen wir nun zum nächsten Kampf. Kampf. Juhu! Melanie gegen Sharon. Ja, das hatten wir doch schon mal. Echt? Vor circa 20 Parts. Ja. Ein junger Trainer, der unbeirrt seinen Idealen folgt. Er kämpft unermüdlich, um sie eines Tages zu verwirklichen. Sein Name Sharon. Und in der roten Ecke mit einem Kampfgewicht von 100 Kilogramm. Melanie. Runde 2. Sharon gegen Melanie. Ja, ich mach die ganze Fangirls. Sharon, wuhu, yeah. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es mich freut, wieder einen Kampf gegen dich zu bestreiten zu dürfen. Immerhin warst du es damals, der mich als erster herausgefordert hat, nachdem ich Arena-Leiter geworden bin. Gewonnen war. Ich bin schon sehr gespannt, was du auf deinen Reisen alles über die Pokémon gelernt hast. Und ob es dir auch gelungen ist, deine Bande zu ihnen zu festigen. Also ja, zeig mir doch mal, was Sache ist. Was? Ja, sieht ohne Brille kacke aus. Ja, aber Bianca sieht mit Brille süß. Moment, hier heißt Belle im Deutschen. Aber Belle sieht mit Brille süßer aus. Wenn die mal Beine mit Brille geben können. Warum darf immer nur einer von den beiden eine Brille tragen? Das ist doch unlogisch. Ja, du trägst ja auch nie eine Brille. Weil ich die nicht unbedingt brauche. Weil du so süß aussiehst mit der Brille. Leck mich. Wir sollten mal ein Video mit dir und Brille machen. Und die Leute dann. Ich glaube, wir sollten dir eine Kamera besorgen, dann machen wir Facecam immer bei dir, bei deinen Let's Plays. Da, mach doch. Ich habe eine Kamera, du Dödel. Warum benutzen wir sie dann nie zum Aufzeichnen von irgendwelchen Sachen? Will ich, aber du sagst... Nee. Facecam macht jeder. Das ist doch langweilig. Ich sag nicht bei Facecam, ich sag von wegen Reviews oder so machen. Weil du doof bist? Ich dachte irgendwie, deine Kamera ist kaputt oder so. Nein, die ist noch voll intakt. Meine Webcam ist auch richtig ganz. Ja, okay, darüber reden wir jetzt in diesem Let's Play nicht weiter. Das interessiert die Leute nicht. Und zu guter Letzt kommt ein Schillerbell. Also eigentlich könnte ich echt mal ein Facecam machen, so bei irgendwie, keine Ahnung. Devil May Cry. Genau, Devil May Cry mit Facecam. Zabba, 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 zabba. Oh ja, mach das bitte beim dritten Boss. Wieso? Also. Dritten Boss? Beim dritten Boss. Hä? Das hat jetzt aber hier mit dem Let's Play nichts zu tun. Wir zweifeln ab. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, dass gerade Shell in den Arsch bin. Ich bin Dritten Boss nicht schon, war ich nicht bei Succubus? Nein, Succubus ist der Erste. Okay, ich zähle den Hunter nicht mit. Okay, dann wäre die Succubus die Zweite. Ah, also dann der Vierte. Ja. Lass mich raten, dieses Arschloch von Fernsehtypen da. Nein, das ist ja der Zweite, ist ja der Dritte. Achso. Dann das Arschloch, der Dantes Vater da. Der Dantes Vater. Varro, ich bin beeindruckt. Du und deine Pokémon, ihr seid aber wirklich stark geworden. Oh, wirklich? Runde 2 geht an Melanie. Ich weiß, dass ich dank meiner Pokémon überhaupt erst so weit gekommen konnte. Für mich steht jedenfalls fest, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, warum uns die Pokémon eigentlich immer so aufopfern, zur Seite stehen. Und zwar weniger aus der Sicht eines Trainers und somit als sehr über seine Pokémon, sondern ganz auf Augenhöhe, quasi von Lebewesen zu Lebewesen. Aha. Boah, hoffentlich muss ich wieder mit Sharon sprechen, dann stehe ich hier bald unter Wasser, weil ich so viel spucke. Werfen wir nur einen Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wie sich die anderen Trainer geschlagen haben. Dein armer Bildschirm. In der zweiten Runde, Akromas gegen Alfonso.
Das war ja eine einseitige Angelegenheit. Gewonnen hat Akromas. Ach nee, echt? In der zweiten Runde Melanie gegen Sharon. Ich bin froh, dass ich diesen Kampf sehen durfte. Und gewonnen hat Melanie. Maria-Turnier. Welcher Trainer wird wohl gewinnen? Entschuldigung. Haben wir das gehört? Was? Okay, haben wir nicht gehört. Jedenfalls, ich hab's nicht gehört. Die Leute hören's bestimmt. Mit diesem Kampf hat Melanie eine Chance auf einen ersten Titelsieg beim Pokémon World Tournament. Melanie betritt die Arena. Yay. Maria Turnier, das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Ich hatte noch gerade was im Mund. Und hier haben wir Akromas. Er hofft, seine Pokémon alle ihre Kräfte entlocken zu können. Wuhu! Yippie! Yay! Das Finale! Akromas gegen Melanie! Wuhu! Yippie! Yay! Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten. Nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Hast du gerade eben freilich gesagt? Wie gelingt es einem am besten, ihnen ihre Kräfte zu entlocken? Ich hoffe ja, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Trainer und seinen Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die Richtigkeit meiner Annahme gleich bestätigen wirst. Hast du gerade freilich gesagt? Ich habe freilich gesagt. Das kann ich freilich. Hör mir doch zu. Eine Herausforderung von Trainer Akromas. Yay. Und er hat ein Magneton. Oh, Schatzi. Ja. Ich glaube, ich sollte mal meinen DS anschließen. Ich mach das eben kurz. Mach mal. Oh mein Gott! Dass er ein Magneton hat? Nein. Dass du gespoilert wirst? Mein Game One! Mein Lieblingsspiel! Was? Sag's mir gleich in der Pause. Rex, warum bist du nur paralysiert, du scheiß Pokémon? Ich hasse dich. Ich hasse dich, Rex. Du bist so Lass kacke. Rex in Ruhe. Rex ist schon wieder paralysiert. Hier ist der Rex ist tot. Rex, ich hasse dich. Okay. Pip, du musst schneller sein und ihn mit einer Vergeltung ausnocken. Pip, warum bist du so arschlahm und gleich bist du bestimmt wieder paralysiert? Ja, bestimmt. Was sag ich? Jetzt ist Pip natürlich tot, aber Emolga kann überhaupt nichts ausrichten. Oh nein, Pip lebt noch. Oh, Pip darf mal angreifen. Oh Mann, sie sind ja die Stimme auf Englisch. Ich hab das in die Welt auf ihrem Original gezeigt. Übersteht die Attacke, super. Scheiß Game One. Okay, los. Lea, du machst das jetzt noch und danach muss ich irgendwie noch zwei Pokémon erledigen. Muss den Anime gucken. Los, Lea, Verfolgung! Gut gemacht, Lea. Hirnfick! Ein Pygraul und guck doch bitte hier zu! Nein! Hier zugucken. Hier spielt die Musik. Mau. Ich Heilung. Kann Game One aber nie gucken. Und das ist was hier mit Virtuous Mess Reward. Who cares? Me cares, weil ich das Spiel liebe. Ich mache ein Let's Play dazu. Mach doch. Ja, wenn du Lea! Oh, Lea lebt ja noch. Wenn du den DS-Simulator zum Laufen kriegst, ansonsten müsste ich das so mit der Cam machen. Der läuft doch. Ja, wenn ich darauf auch was aufnehmen kann. Okay, ein Klick. Okay, da muss ich nicht ein bisschen... Ach, Schatz, ich kann keinen Ball benutzen. Verdammt. Schatz. Ich kann mich nicht hier vorbereiten. Player kann nicht wirklich irgendwas machen. No. Außer... Außer. Okay, Elektroattacken funktionieren doch gegen
Nein, ich darf ja mehrmals angreifen. Was ein Scheiß. Mea! Dödel. Toll, jetzt bleibt nur noch Pit, der es schaffen muss, obwohl er paralysiert ist und schon halb angeschlagen ist. Oh. Hast du nur noch deinen Pit? Ja, Vulcano ist ja besiegt worden, weil es die ganze Zeit paralysiert war. No. Und Pip ist es auch! Ich habe den Pip! Das sage ich ihm. Er wird es auch hören! Du wirst jetzt angreifen, ja. Du wirst es klick in einem Schlag erledigen. Danke, Pip! Alter, wie oft läuft, Faszinierend, aus diesem Kampf konnte ich tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen. Ich hab's geschafft. Und yay, der Sieg geht an! Nobody. Melanie! Das Bild sieht aber kacke aus. Oh. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glückliche zu sein. Glücklich, die ihnen innenwohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria-Turnier, das war's, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Yay, wuhu. Yeah, wir haben es geschafft. Yay. Kannst du das hören? Ja. Du musst jetzt hier vorlesen, ne? Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Maria-Turnier. Ausgezeichnet, Melanie. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Melanie erhält einen Gewinnpunkt. Yay! Bis zum nächsten Mal. Gut gekämpft, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmackhaft. Toll. Ach mein Gott, wie mache ich die denn? Hey, komm schon, Leute. Wie wär's mit ein bisschen mehr Einsatz? Bei einem Kampf müsst ihr Fetzen fliegen. Ich werde euch die Flausen schon noch aushalten. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Ha, hab ich's doch gesagt. Und schon sind wir im Geschäft. Wenn es so weitergeht und sich hier Tritzen-Trainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Und nicht nur das, auch Maria City wird von dem ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Kassen. Also, ich hoffe, ihr nehmt öfters mal am Turnier teil. Bringt die Menge zum Toben. Yay! Gut, wir beenden dann hier den Part. Also, wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann!